So, herzlich willkommen zurück zu unserem wunderschönen Let's Play. Downloads habe ich alle deaktiviert, hoffe ich. Ja, sehr schön. Dann sollte es auch kein komisches Rauschen geben. Okay. So, wo wir, genau, erstmal hier noch, ne? Erstmal hier noch den Zahler erwascht. Oh, ich muss. Ups, ja, ich hab. Ja. Jetzt hätte ich beinahe was Dummes gemacht. Und zwar habe ich den Server wegen backup-technischen Gründen, also den Ordner, verschoben. Muss ich jetzt natürlich noch wieder zurückschieben. Genau. Sehr schön. So. Einmal weg mit dir, einmal weg mit dir und jetzt habe ich ihn. Ist doch egal. So, dann können wir jetzt loslegen. Oha. Ja, so. Ja. Bitte. Ja, okay. Sehr schön. Was genau? So, Server 5, let's go. Und dann my test, let's go. Ja, dann würde ich mal sagen, werden wir uns heute mal vorzugsweise aufgrund unserer vollen Kisten mal um ein, ja, Projekt kümmern, das eigentlich schon längst überfällig ist, und zwar Ausbau von Lagerstätte. Was? Ja, genau. Das war. Was war denn los, ey? So. Da wäre jetzt die Frage, machen wir es als separates Haus oder machen wir es als Keller? Ich meine, Keller wäre sowieso sinnvoll, ne, bei so einer kleinen Bude. Allerdings ist es halt eine Strandbude und da wäre es halt die Frage, wie sinnvoll wäre hier ein Keller tatsächlich? Die Frage ist, hätten wir für ein separates Häuschen überhaupt den Platz? Doch, Platz hätten wir auf jeden Fall. Hier zum Beispiel hätten wir also, ne, hier den Bereich hier hätten wir auf jeden Fall frei. Wir verschaffen uns mal hier von oben einen Überblick. So. Also hier hinten, nein, genau, also wir rennen hier vorne, könnten wir noch ein Gebäude hinbauen. Als Art Lager. Ich würde aber so oder so sagen, selbst wenn wir hier noch ein Gebäude hinbauen, ziehen wir uns trotzdem auch noch einen Keller rein. Da können wir es ja so machen, im Keller bauen wir ein paar Kisten hin. Und hier machen wir ein Lager für Dwarver, also für Sachen, die wir halt in größeren Mengen haben, wie halt zum Beispiel, weiß nicht, Gestein, Sand und das ganze Gedöns. Dann machen wir es genau so. Okay, womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, mit dem Gebäude da hinten. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Schippe. Wir haben gar keine Schippe mehr. Okay. Oh, dann bauen wir uns mal eine Schippe. Genau. So, eine Axt haben wir dabei. Sehr schön. So. So. Ah, okay. Dann würde ich mal sagen. In Begleitung einer wunderschönen Musik, wenn wir da hinten jetzt erstmal den Berg abtragen.
Was sein muss, muss sein. Das war mein Arbeitsrechter Tag. Easy.
Schnell ins Bett gehen. Vorher noch die Taschen leeren. So. Ja, bitte. Machen wir uns jetzt mal ein bisschen Essen. Und dann würde ich mal sagen, ab ins Bett. Warum kommt immer erst das Stroh und dann die Samen? Andersrum wäre es viel sinnvoller. Oh, die haben wir sogar relativ viel Samen bekommen. Yay, yeah, das Feld ist voll, zum allerersten Mal. Oh, mal schnell die Melonen reinholen und dann ab ins Bett, kein Bock mehr. Und jetzt dann weiter mit diesem anstrengenden Job. Aber erstmal ab ins Bett. War ein anstrengender Tag. Oh, das war eine gute, schöne Nacht. Eine wunderbare, schöne Nacht. Sehr schön. So, für Gesicht waschen. So. Kannst du wieder in die Kiste rein hier? Feierabend. Die Blumen, da sind natürlich eh noch welche ein. Von daher kannst du da mal rein. Dann würde ich mal sagen, machen wir einfach mal direkt weiter. So, oh, ein Ende, ich glaube ja nicht. Ein Enderman. So, dann schneiden wir hier auch noch mal ein bisschen rein. Ja, einfach damit es ein bisschen natürlicher aussieht hier. Ich weiß noch nicht unbedingt, wie groß das Gebäude werden soll. Also es sollte auf jeden Fall direkt hier vorne irgendwie anfangen. So vielleicht hier so. Dann halt ein paar Blöcke nach hinten gehen. Da wäre jetzt aber dann die Frage, was sind ein paar Blöcke? Vielleicht wäre es dort dann erstmal sinnvoll, das Haus hier abzustecken. So, okay, dann machen wir das am besten auch mal. Also, hier soll die Hauptkante beginnen. Ich schmuck ein bisschen Holz. Ah, über die falsche Kiste. So, Holz. Ja, sogar Eichenholz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, also das Gebäude soll hier losgehen. So. Dann bräuchten wir hier eine Mauer. Dann kommen die Dwarver hin. Und dann sollte wenigstens noch eins Einbuchtung sein. Das heißt, hier ist dann der Eingang, zwei breit. So, kommen wir rein. Dann hat man hier wieder Dwarver auf der Reihe. Hier wieder die Mauer. Also kommen wir dann da, wie gesagt, mal lang gehen. Sieht das so gut aus oder ist das ein bisschen zu schmal? Nee, Dorf ist so ein kleines, ist ja bloß für uns zu privat, ne? Von daher reicht es von der Größe her vollkommen aus, muss ja kein Riesenlager werden. Was ist da draußen los? Was machen die da? So, das heißt, muss auch in der Größe hier weg. Jetzt wäre aber noch die Frage, wie breit soll das Ganze werden, also wie tief soll das Ganze hier werden. Und da würde ich mal sagen, machen wir mal zwei nebeneinander. Also ich würde es auf jeden Fall schon drei hoch machen. Dann würde ich mal sagen, wir machen drei nebeneinander, drei hoch. Dann wäre also hier so ein Zwischending. Dann wären wieder drei. Und dann wäre
hier noch ein Zwischending? Oder machen wir hier schon Ende? Ist halt die Frage. Also von der Grundfläche würde das sogar schon fast ausreichen. Haben wir so kleines, süßes, rechteckiges Lager. Ja, komm, machen wir so. Reicht von der Größe, von der Standfläche ja schon aus. So. Okay. Schusterwuchs. So. Ja, so ist das in Ordnung. Muss ich nur noch hier unten den gesamten Gestein gegen Sand austauschen, dann sollte das gut aussehen. Ich mach mal ein auf so, muss nicht immer so viel wechseln. Oder sind die weg? Ich will noch ein bisschen abschleifen. Ach komm jetzt. So, das doch sieht besser aus. Okay. So, dann muss jetzt natürlich auch irgendwie das Ganze weg, damit hier auch Sand ist. Oder Erde. Und dann musst du später nur noch wieder zuwachsen. Easy. So. Wunderbar. Oh, da fehlt noch Holzdings. So. Easy. Da muss jetzt natürlich hier drin auch der Boden stehen. Das heißt, hier muss ich dann auch natürlich die Erde rausklauen. Hier kommt der Danny Dwarver rauf. Heißt also, da sieht man es nicht mehr. Aber hier zumindest sollte das Ganze schon passen. Hier kommt auch eine Wand rein. Wobei die Frage ist überhaupt, aus welchem Material machen wir das Ganze überhaupt? Also jetzt die Wände. Wie viel Clay haben wir? Also Lehm. So ganz ehrlich, ein Backsteingebäude, ne? So als Lager, so ein Backsteingebäude ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, aber Lehm haben wir gar keins bisher. Ne. Das habe ich gerade mit dem Kreativserver Let's Play verwechselt, wo wir das ganze Lehm gesammelt haben. Das heißt, da müssen wir uns auch erstmal auf eine Suche machen. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig Lehm bei Mindclone vorkommt. Also da ist schon mal welches. Wir holen uns einfach mal so ein bisschen was. Du kommst hoch, du kommst hoch, du kommst auch hoch. So, es ist mitten am Tag. Schöne Uhr dabei zu haben. Komm einfach nur unten drauf gucken. Easy. So. Wie viel bräuchte überhaupt? Wir haben 2x3 plus weitere 3. Das 2x. Was? Das wäre 9, 18. 18 pro Layer bräuchten wir. Das Ding sollte schon mindestens 4 hoch werden. Oh, das heißt, wir brauchen 72 Blöcke Clay. Achso, Erde. Stein. Das ist auch Clay.
Ich habe 72 Blöcke. Uiuiui. Ist hier noch was? Nee. Nee. Okay. Clay, Clay. Da ist noch Clay. Da ist auch noch Clay, sehr schön. Leider ist es hier halt immer nur eins tief. Ne? Das heißt, es kommt zwar genauso häufig vor wie unter meinen Tests, aber es ist halt nicht so reichhaltig. So, halt bevor wir jetzt hier ne, erstmal ein bisschen kombinieren, wobei benutze ich noch gar nicht. Sollte noch erstmal reichen. Jürgen. Okay. 72 machen wir jetzt auf jeden Fall. Na gut, ich möchte mich da nicht festlegen. Doch, kriegen wir hin. 72 mal kriegen wir hin. Hallo. Das wären, ja, das wären zusammen 80 Stück. Passt also. Sehr schön. Na dann, ab nach Hause, du kannst weg. So, mal gucken, wie ich das jetzt brenne. Ob es genauso geht wie unter meinem Test, einfach in den Ofen schmeißen und fertig ist. Oder ob ich hier noch ein bisschen was mehr machen muss. Apropos mehr machen, ich kann hier gleich mal, ne, ein bisschen Feld einholen. Wie, der mittlere, wie hier wechseln die? Was ist mit dem schon wieder falsch, ja? Ach, weil es hier auch, da hat, wow. Einer von den beiden blockiert den hier. Wahrscheinlich der hier hinten. Nee, dann müsste ja der da sein. Der blockiert den hier. Genau das gleiche Problem, wie der vorne auch immer war. Dass der versucht, in die Richtung zu bauen. Hier ist aber nichts. Deswegen macht er gleich hier. Und er versucht aber erstmal in die Richtung zu bauen. Geht aber nicht, weil hier bereits was ist. Und deswegen in die Richtung. Aber trotzdem wird das hier schon zum Erdblock. Also das ist echt ein hässlicher Bug. Gott, Alter, wie eklig ist das denn bitte? Na gut. So, wir gehen mal rein. Ofen. Ach, wir, doch, da vorne. Oh Gott, einfach nur hier. Wir können doch hier noch nicht keinen Ofen haben. So, Ton. Bitte funktioniert. Bitte. Oh, Scheiße. Ach, oh Gott, ich glaube, ich weiß zwar. Hä? Moment mal. Ton. Ach, leck mich doch am Arsch. Wie geht denn das? Break. Das hier. Ach, ich muss also erst Ziegel machen und die bekomme ich daraus und die bekomme. Och nö, ne? Fick doch die Henne. Oh, das ist der Mindset genauso?
Nee, ne? Meinst du, muss man die Dinger erst zu Clay-Blöcken machen und die kann man dann direkt einschmelzen. Also doch, brennen. Aber irgendwie gibt es ja diese scheiß Terrakotta noch. Oh Gott, also war die ganze Aktion gerade umsonst. Sehr schön, haben wir ja gerne. Meine Fresse, ey. Das heißt, wir können die Dinger nicht zu Blöcken machen. Weil wir die Blöcke später nicht mehr auseinander bekommen. Wie hässlich ist das denn schon wieder? Boah, ich hasse meinen Klon. Ich freue mich schon wieder auf meinen Test, also hier, Kreativ-Let's Play. Das ist deprimierend. Wer findet denn so Mist? Mann, Alter. Vor allem klatscht das jetzt, denn jetzt mein gesamtes Inventar zu. Also ganz komplett weg. Ich kann mal einfach mal komplett vergessen hier. So, das heißt, brauchen hier 64, da 64, da dann nochmal 64, dann brauchen wir nochmal 64 und dann brauchen wir nochmal 64, dann haben wir 80. Okay. Also brauchen wir 5 Stacks. Oh, es wird fucking dunkel. Och Gott, Alter. Dieser Server ist gegen uns. Na gut, machen wir jetzt eine Aufnahmepause und dann nächste Folge nochmal Clay suchen. Eine Scheiße, sondern gleich hier. Ah, so schön, der Zombie. Fick dich selbst, Arschloch. Obwohl, ein bisschen mal umbringen. Das kommt wieder, ist Monster zu nah. Leg mich. Na dann, gute Nacht. Scheißtag. Fick die Henne. Tschüss.